Zu Zeiten der sozialistischen Sowjetunion prägte Mangel das Leben der Menschen in Russland. Alles gehörte dem Staat und alles wurde staatlich verwaltet und verteilt. Dann zerfiel die Sowjetmacht. In allen ehemaligen Sowjetrepubliken stand plötzlich das bisherige Volkseigentum zum Verkauf. So auch im neuen Russland. Über Nacht wurde Geld zum alles beherrschenden Thema. Besonders geschäftig ging es jetzt auf den Friedhöfen zu, denn Mord und Totschlag waren im Kampf um die lukrativsten Brocken des sowjetischen Vermögens an der Tagesordnung. Aus diesem brutalen Kampf ging eine neue Klasse hervor, die russischen Oligarchen. Ein Männerclub wie früher das Politbüro. Die Könige des schnellen Geldes waren junge Draufgänger. Die meisten von ihnen hatten bereits zu Sowjetzeiten geheiratet. Ihre einst durch Erwerbsarbeit und Haushalt doppelbelasteten Frauen waren in der neuen Zeit zumeist gern bereit, den Gelderwerb den Männern zu überlassen. Sie hielten ihren Männern im Kampf den Rücken frei und riskierten, Witwen zu werden. Später kosteten sie den Luxus aus, wurden Stammkundinnen in exklusiven Kurorten, Schönheitsfarmen und Modesalons. Doch auch die beste Pflege kann die Zeit nicht aufhalten. Kaum eine Oligarchenehe hat die Zeit überdauert. Die kampferprobten russischen Alpha-Männer erobern auch privat gern neue Schätze. Das erlebt auch Natalia Potanina. Sie war mit Wladimir Potanin verheiratet, dem reichsten Mann Russlands. Jetzt hat er eine neue Familie, während Natalia mit ihrem Ex-Mann einen aufsehenerregenden Scheidungskrieg führt. Es geht um Milliarden. Ich denke, dass ein Mensch wie Wladimir Potanin, der zur Elite unserer Gesellschaft gehört, diesen Konflikt nicht gewinnen kann. Das ist ja schließlich kein Unternehmenskonflikt, das ist ein Familienkonflikt. Oder wollen Sie mir sagen, dass unser ganzes Land, all die Menschen, die mich und meinen Ex-Mann umgeben, dass alle ihn unterstützen werden? Das würde bedeuten, dass in unserem Staat kein Verständnis für die Interessen der Ehefrauen und Mütter existiert. Auf keinen Fall, das glaube ich nicht. Das ist Maria Sobol, genannt Mascha. Ein junges Mädchen von heute. Aufgewachsen in der Provinz, träumt sie von Moskau. Dort ist nahezu der gesamte russische Reichtum konzentriert. Ich bin sympathisch, klug, ich habe studiert. Ich interessiere mich für alles, lerne Fremdsprachen. Ich lese, koche und putze gern. Ich glaube, dass ich eines Prinzen durchaus würdig bin. Ihm sogar gefallen würde. Das ist Aljena, Inhaberin eines Moskauer Luxusclubs. Sie war einmal mit einem solchen Prinzen verheiratet, wie Mascha ihn noch sucht. Allerdings war die Ehe nicht von Dauer. Mit meinem ersten Mann habe ich in Luxus gelebt, in wahrem Luxus. Wahrscheinlich hatte ich all das, wovon ein Mädchen nur träumen kann. Das ist Bryansk. Die Stadt ist mehr als ein Jahrtausend alt und liegt 400 Kilometer vor Moskau. In Russland ein Katzensprung. Hier leben rund eine halbe Million Einwohner. Die Stadt beherbergt viele Industriebetriebe, viele Kirchen und mehrere Universitäten. Mascha Sobol wurde hier geboren, ging zur Schule, dann zur Universität. Jetzt drängt es die diplomierte Juristin fort. Die Provinz bietet wenig Anreiz zum Bleiben. Im zentralistischen Russland fließt der Löwenanteil der Steuern nach Moskau. Entsprechend stagniert der Lebensstandard außerhalb der Hauptstadt, zumeist auf dem Niveau des vergangenen Jahrhunderts. Falls man in der Stadt wohnt. An den Stadträndern und auf dem Dorf erinnern die Zustände eher an die Zeit von vor 200 Jahren. Mascha möchte in Moskau ihr Glück suchen, wie viele ehrgeizige junge Leute aus dem russischen Hinterland. Besonders die Frauen. Das Dorf hat keine Zukunft. Hier gibt es keine Zivilisation. Und ohne Zivilisation keine Zukunft.
Am liebsten würde ich in die Stadt ziehen. In Moskau stehen sicher schöne Häuser, an der Rublevskaja zum Beispiel. Auf jeden Fall gibt es dort keine Brunnen. Holz hacken und mit dem Ofen heizen muss dort auch niemand. Ich stelle mir vor, dass das Leben dort sehr luxuriös und komfortabel ist. Ich strebe in meinem Leben konkrete Ziele an. Ich habe einen Lebensentwurf und möchte den auch verwirklichen. In erster Linie möchte ich eine Familie haben. Eine große Familie, auf die ich mich verlassen kann. Dazu gehört natürlich als erstes ein guter Ehemann. Er darf gern bereits reich sein. Wenn er das nicht schon ist, dann soll er wenigstens die Aussicht haben, es zu werden. In Märchen kommt es ja ständig vor, dass ein reicher Mann ein einfaches Mädchen heiratet. Ich glaube an Märchen. Liebe Enkelin, wir haben uns natürlich sehr an dich gewöhnt. Deswegen finden wir es schade, dass du uns verlässt. Aber wenn du es so möchtest, du bist schon ein erwachsenes Mädchen. Verbringe ruhig etwas Zeit in Moskau. Die Kartoffeln. Bin gleich da. Denk immer daran, wenn der Mann von der Arbeit kommt, sag ihm, er soll sich erholen, während du ihm etwas zu essen machst. Das ist das Wichtigste. Dann wird er dich immer lieben. So, meine Liebe, auf geht's. Frohen Mutes. Frohen Mutes, genau. Alles Gute wünschen wir dir. Mögen deine Wünsche in Erfüllung gehen, richtig? Freilich. Und natürlich das Wichtigste, Gesundheit. Und dass du einen Ehemann findest. Ein guter soll es sein, finanziell und moralisch. Ich fürchte nur, dass sie an so einen reichen Casanova gerät. Ich mag solche Leute nicht. Egal, was es ist, am Ende geht es immer ums Geld. Immer. Wir aber haben diese Möglichkeiten nicht. Wir haben es nicht in die entsprechenden Kreise geschafft. Und wer bewegt sich in diesen Kreisen? Wer? Diejenigen, die klauen können. Die Generation von Maschas Großmutter hatte ein hartes Leben. In der Sowjetunion sollten alle Frauen arbeiten und waren gleichzeitig für den Haushalt zuständig. Damals wie heute blieben die besten Positionen in der Arbeitswelt aber Männern vorbehalten, ohne dass die Gesellschaft das je auch nur debattiert hätte. Gleichzeitig hören Mädchen von klein auf, eine Frau wird nur mit einem Mann glücklich. Und so träumt Mascha wie sehr viele ihrer Altersgenossinnen den Traum von einer Ehe mit möglichst potentem Versorger. Sie blendet dabei aus, dass geschätzte 70% der vermeintlichen Super-Ehen mit besonders reichen Männern scheitern und besonders für die Frauen als Albtraum enden. Das vermeintliche Paradies liegt vor den Toren Moskaus, auf einem der teuersten Grundstücke Russlands. Schwer bewacht und strikt abgeschottet wohnt hier die Crème de la Crème der russischen Wirtschaftselite in Villen, Schlössern und Palästen. Auch die Familie Potanin hat sich vor vielen Jahren hierher zurückgezogen. Das Haus haben wir selbst gebaut. Das muss 1996 gewesen sein. Ich glaube, Wladimir, mein Ex-Mann, hatte die Idee. Auch die ersten Architekten, die das Haus entworfen haben, hat er selbst ausgesucht. Mein Name ist Nadezhda Chernigova. Ich bin Innenarchitektin. Ich habe das Interieur in diesem Haus entworfen und umgesetzt. Die Familie Potanin liebt den klassischen Stil. Die Architektur des Gebäudes ist ja in Neoklassik gehalten.
Und so sollte auch die Inneneinrichtung im klassischen Stil gestaltet werden. Mir war von Anfang an klar, dass das etwas eklektisch sein würde. Natalia wollte von Anfang an ein Heim für die Familie schaffen. Sie hat es nicht wie ein künstliches Schloss betrachtet. Es ist eine große Familie, 3 Kinder, und sie wollte eben ein Nest für die Familie bauen. Da die Potanins bekannte Leute sind, sollte dieses Haus auch ihrem Niveau und ihrem Status entsprechen. Das ist die schöne Haupttreppe. Insgesamt sind 3 Treppen im Haus. Hier das große Esszimmer. Die Potanins sind eine russische Familie und so haben Natalia und ich beschlossen, dieses Esszimmer im russischen Stil zu gestalten. Es handelt sich um den Empire-Stil, der zur Zeit Zar Alexanders I. verbreitet war. Wir sind im Arbeitszimmer des Hausherrn, Wladimir Potanin. Hier sehen wir einen geradlinigen Stil, streng und männlich. Ich glaube nicht, dass Menschen wie die Potanins ihren Reichtum zur Schau stellen wollen, indem sie solche Häuser bauen und so viel Geld dafür ausgeben. In erster Linie geht es ihnen darum, so zu leben, wie sie es wollen, umgeben von einer Schönheit, die sie verstehen. Lamm nach Zarenart, am Stück. In dieser märchenhaften Spielfilmkulisse feierte Natalia Potanina einst rauschende Geburtstagsfeste. Wladimir Potanin, der Industrielle und Finanzier, ist Chef der Investmentholding Interos. Auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt rangiert er auf Platz 60. Unter den reichsten Russen belegt er Platz 1. Sein Vermögen wird auf 15,4 Milliarden Dollar geschätzt. Seine Ex-Ehefrau Natalia verbrachte 30 Jahre an seiner Seite. Haben Sie aus Liebe geheiratet oder aus Berechnung? Natürlich aus Liebe. Von Berechnung konnte doch noch keine Rede sein, wir waren ja noch Schüler. Den Ausdruck aus Berechnung gab es damals in unserer sozialistischen Gesellschaft gar nicht. Unsere Liebe aber war groß. Wir sind gemeinsam zur Schule gegangen, haben uns dort gesehen, uns wahrscheinlich in den Pausen geärgert, irgendwelche Spiele gespielt. Richtig aufgefallen sind wir uns dann erst Ende der 9. Klasse. Ich hatte beschlossen, Schulfreunde zu meinem Geburtstag einzuladen. Wladimir Potanin war immer die Seele des Freundeskreises. Lustig, klug, immer schlagfertig, konnte gute Witze erzählen. Deswegen habe ich ihn auch eingeladen und nach diesem Geburtstag waren wir dann ein Paar. Danach wollten wir uns gar nicht mehr trennen. Wir haben Hausaufgaben zusammen gemacht, haben Händchen gehalten. Eines Abends kam Wladimir wie immer zu mir. Wir haben uns unterhalten, etwas besprochen und dann ging er auf die Knie, hat seine Hand in meine gelegt und sagte, Natascha, ich möchte, dass du meine Frau wirst.
Ich war einverstanden und wir haben geheiratet. Ich war glücklich. Geheiratet haben wir im März 83. Wie damals üblich war der Fototermin an einem Aussichtspunkt im Zentrum Moskaus. Alles war wie in jeder normalen sozialistischen Familie. Am Anfang lebten wir mit meinen Eltern in einer Wohnung. Ein Zimmer war für uns, eins für die Eltern und es gab ein gemeinsames Wohnzimmer. Er fing im Außenhandelsministerium an, ich im Ministerium für Bauwesen. Am selben Tag, am 1. September, wie üblich. Es war die Zeit, als wir jung, glücklich und verliebt waren. Als unsere Kinder geboren sind. Doch die Ehe ist Geschichte. Das Ex-Paar streitet erbittert um die Vermögensaufteilung. Das Gerichtsverfahren wird wohl Jahre dauern. Der Mann, den ich geliebt habe, ist aus meinem Leben verschwunden. Ich kann bis heute nicht glauben, dass derselbe Mensch, der mir den Antrag gemacht hat, mein Ehemann war und Vater unserer Kinder ist, dass dieser Mensch so gehandelt haben kann. Deswegen ist er für mich gestorben. Ich liebe ihn so, wie er einmal war. Der Mensch, der er heute geworden ist, der vor Gericht gegen mich kämpft, der mich aus dem Haus wirft, der meinem Kind verbietet, ins Ausland zu reisen, der eine Unzahl von Gerichtsverfahren gegen mich anstrebt. Nein, ich hasse ihn nicht, aber er ist zu einem Gegner geworden, zu einem Fremden. Das ist nicht mein Wladimir. Tatjana Ogorodnikova ist erfolgreiche Geschäftsfrau. Eine Ausnahmeerscheinung unter Russlands Superreichen. Als unverheiratete Studentin stürzte sie sich auf die neuen Möglichkeiten des Marktes, handelte mit Textilien. In dieser Zeit lernte sie auch ihren Mann kennen. Später gingen beide Partner, die gemeinsam drei Kinder haben, in die Unterhaltungsbranche. Tatjana Ogorodnikova produziert unter anderem Shows, moderiert, schreibt Bestseller über Liebe und Familie und das Leben der Superreichen und warnt Frauen, sich für ihr Glück auf reiche Männer zu verlassen. Die Frauen sind nach der Scheidung in einer schwierigen Situation. Nicht genug, dass sie das Geld und den gewohnten Lebensstil verlieren. Hinzu kommt, dass sie keine Freunde mehr haben. Sie werden es nicht glauben, aber in diesen Kreisen ist es so, wenn der Mann geht, nimmt er die gesamte Umgebung mit. Besser gesagt, die gesamte Umgebung folgt dem Stärkeren und Wohlhabenden. Darauf muss man natürlich vorbereitet sein und verstehen, wie viel Kraft man brauchen wird. Überhaupt denken die meisten Frauen, die ein solches Leben geführt haben und verlassen wurden, zunächst an Selbstmord. Mir sind zumindest keine anderen Fälle bekannt. Ivan Potanin ist 26 Jahre alt und der älteste Sohn aus der Ehe von Wladimir und Natalia Potanin. Er arbeitete als Finanzanalyst in der amerikanischen Firma Outpoint Capital, die seinem Vater gehört. Doch nach der Scheidung der Eltern wurde ihm gekündigt. Können Sie jetzt Ihren Vater anrufen? Ich glaube nicht, dass er antwortet, aber versuchen kann ich es. Das ist Davidkovo. Hier bin ich geboren und habe die ersten Jahre meines Lebens verbracht. Hier haben sich auch meine Eltern kennengelernt und haben ihr gemeinsames Leben begonnen. Hier wurde unsere Familie gegründet. In diesem Haus im 5. Stock haben wir gelebt. Ich kann mich noch erinnern, wo mein Bett stand und wie wir mit meiner Schwester Nastja, mit unseren Eltern und Großeltern gespielt haben. Ich habe nur schöne Kindheitserinnerungen an diesen Ort. Ich weiß noch, wo ich mit Mama spazieren ging oder mit Papa.
Er hat natürlich sehr viel gearbeitet damals und der Zeitplan wurde nach seinen Möglichkeiten ausgerichtet. Deswegen war die Zeit, die ich mit ihm verbringen konnte, immer besonders wertvoll. Papa ist einer der reichsten Menschen in Russland, ja weltweit. Nicht jeder ist in der Lage, ein solches Imperium aufzubauen und zu verteidigen. Es gibt nur wenige solche Beispiele. Für meinen Ex-Mann war es von Anfang an klar, welche Karriere er machen wollte. Deswegen plante er, internationale Beziehungen zu studieren, zwei Fremdsprachen zu lernen und auf Geschäftsreisen ins Ausland zu gehen. Er wollte im Außenhandelsministerium arbeiten. Hat es geklappt? Nein. Warum nicht? Weil Wladimir Potanin in die Wirtschaft gegangen ist. Der Sohn eines Außenhandelsbeamten und Absolvent einer sowjetischen Elite-Uni verfügte über beste Regierungskontakte und spezialisierte sich auf die Versorgung der Transformationswirtschaft mit Geld. Seine Onexim-Bank wurde ab 1993 schnell eine der größten im Land. Wir hatten damals wohl etwas von den ersten Jungkommunisten. Als wir anfingen, hatten wir das Gefühl, ein neues Leben aufzubauen. Wir waren jung und voller Energie. Wir haben positiv in die Zukunft gesehen und waren uns absolut sicher, dass alles gut gehen wird. Und es ist ja auch gut gegangen. Dass wir Geld hatten, spürten wir zunächst auf einer eher alltäglichen Ebene. Wir konnten es uns einfach leisten, in guten Geschäften einzukaufen. Wir machten die ersten Reisen. Etwa als wir nach Sotschi gefahren sind und plötzlich begriffen, dass wir uns praktisch alles leisten konnten, was wir wollten. Doch das große Geld brachte tödliche Gefahr. Im Krieg um die besten Happen der ex-kommunistischen Reichtümer starben Banker besonders häufig. Den ersten Sicherheitsdienst hatten wir irgendwann 1991, also praktisch sofort. Die Anzahl unserer Häuser stieg und damit die Anzahl der Wachleute. Erst hatte mein Ex-Mann seinen Wachschutz, dann habe ich einen bekommen, dann die Tochter, dann der Sohn. Wir hatten eine Wohnung, ein Wochenendhaus, ein Büro. Die einen bewachten die Objekte, die anderen die Personen. Über dem Personenschutz entstand später eine neue Struktur, die wiederum diesen überwachte. Dann wurde ein Dienst eigens für die Autos eingerichtet. Das war ein sehr gefährlicher Beruf. Und ja, ich konnte nicht schlafen, wenn er sich verspätete. Nach Hause kam er oft nach Mitternacht, manchmal sogar erst morgens. Ja, ich war besorgt und nervös. Ich konnte nie wirklich wissen, ob ich ihn morgens noch lebend wiedersehe oder nicht. Damals konnte keiner sicher sein. Wer ein Imperium oder Geschäft dieser Größe aufbaute, hatte keinerlei Garantie auf Sicherheit. Natalia Potanina hatte Glück. Ihr Mann überlebte und wurde immer reicher. Er gilt als Erfinder der sogenannten Pfandauktionen. Die junge russische Föderation brauchte dringend Geld. Private Geschäftsbanken ersteigerten das Recht, dem Staat Kredit zu geben, mit Anteilen an großen Staatsbetrieben als Sicherheit. Von Anfang an war klar, dass der schwache Staat die Kredite wohl nie zurückzahlen würde. So gingen die Betriebe zum Schleuderpreis ins Eigentum der Banken über. Potanin war einer der größten Profiteure dieses Systems, durch das die russische Oligarchie erst entstand. Wirkungsvollen Protest gegen das Verfahren gab es nicht. Denn im Chaos der 1990er Jahre war jeder mit dem eigenen Überleben beschäftigt. Bei den Wahlen 1996 war Potanin einer von 7 Oligarchen, die dem angeschlagenen Boris Jelzin zum erneuten Sieg bei der Präsidentschaftswahl verhalfen. Zum Dank wurde Potanin stellvertretender Ministerpräsident. Das war ja der nächste logische Schritt. Macht. Politik, Vizepremier. Ich hatte das Gefühl, dass das sowohl ein Schritt nach vorne als auch einer nach oben war. Und nach vorne.
Allerdings blieb Potanin nicht lange auf seinem Regierungsposten. Zu offensichtlich versuchte er, seine Oligarchenkollegen bei der Aufteilung der verbleibenden Filetstücke im Staatsbesitz zu übervorteilen. Er musste gehen. In der Regel ist die Anzahl der Oligarchen stabil. Es sind etwa 2.000 bis 3.000, die Superreichen. Vielleicht sogar noch weniger. Aber all diese Leute haben ihre Vermögen zur gleichen Zeit gemacht. Sie sind in einem günstigen Moment reich geworden. Von einem Tag auf den anderen. Sie haben vielleicht selbst nicht damit gerechnet, dass sie eines Tages so groß und mächtig werden und über die Schicksale anderer Menschen entscheiden würden. So ein Mann wird dann quasi einen Kopf größer, als hätte er eine Krone auf. So, nun ist er König. Er geht aus dem Haus und alle verbeugen sich vor ihm. Er fährt in schicken Limousinen. Er ist von schönen Frauen umgeben, die ihn wortwörtlich belagern. Das ist eine harte und anhaltende Attacke, schwer dem zu entkommen. Ich persönlich würde mich ergeben. Es ist sehr schwer zu widerstehen. Mascha aus Bryansk will keine Ehe zerstören, sondern einen freien Mann finden. Aber auf 140 suchende Damen kommen in Moskau überhaupt nur 100 Junggesellen, von denen natürlich längst nicht alle eine glänzende Partie sind. Mascha kommt ohne Kontakte und Beziehungen nach Moskau. Auch wenn sie eine Juristinnenkarriere anstreben würde, wäre ihr weder hier noch anderswo eine gute Existenz sicher. Doch sie macht sich nicht klar, dass jedwede Form der Versorgerehe noch unendlich risikoreicher ist. Marschas Operation Märchenprinz beginnt mit dem Besuch bei einer Modelagentur. Ich heiße Maria und bin 22 Jahre alt. Ich möchte als Model arbeiten und habe bereits etwas Erfahrung. Ich würde gerne wissen, wie meine Chancen sind. Manche Frauen haben diesen Wow-Effekt, sobald sie einen Raum betreten. Den kann ich bei dir leider nicht feststellen. Das heißt, du kannst zwar in diesem Bereich arbeiten, wenn du es wirklich möchtest. Aber ich glaube nicht, dass du eine große Karriere machen wirst. Ich werde trotzdem ein paar Schnappschüsse von dir machen. Stopp. Zu mir. Hallo, ich heiße Maria Sobol. Ich bin 22. Meine Maße sind 80, 60, 86. Ich lebe in Moskau. Englisch beherrsche ich zwar nicht perfekt, lerne es aber. Im Modelgeschäft sehen viele Mädchen eine Art sozialer Lift. Je schwieriger die wirtschaftliche Situation im Land, desto mehr Mädchen wollen Models werden. Wenn dich die Eltern nicht unterstützen können, wenn du in der Provinz lebst und keine finanzielle Möglichkeit hast, dich irgendwo anders auszuprobieren, dann erscheint dir Moskau als die Verheißung schlechthin. Du musst es nur auf einen Laufsteg oder noch besser auf ein Cover schaffen und schon hast du einen reichen Mann, einen rosa Bentley und vieles mehr. Leider verändern sich viele dieser Mädchen sehr, wenn sie in die Mühlen von Moskau geraten. Selbst wenn sie anfangs die besten Absichten hatten. Nicht jeder bringt genügend Charakterstärke mit, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wie man das Herz eines Mannes mit Potenzial erobert, kann man im neuen Russland in Kursen lernen. Auch Mascha besucht eine der sogenannten Luder-Akademien. 100 Euro kostet der Lehrgang, in dem sie lernen will, wie man sich einen reichen Traummann angelt. Einen Oligarchen kennenzulernen ist kein Problem. Man kann rausfinden, wo er sich bewegt, sich etwas Schlaues einfallen lassen, um ihn zu treffen. Er kann dich sogar mal für eine Nacht mit nach Hause nehmen. Aber unsere Aufgabe ist ja eine andere. Wir müssen erreichen, dass er nicht ohne uns leben kann. Dafür müsst ihr genau das darstellen, was ihn interessiert. Und weil er selbst auf einem sehr hohen Level ist, müsst ihr diesem entsprechen. Nur ein hübsches Aussehen ist dafür zu wenig. Sie muss erstens fröhlich sein, gutmütig, zärtlich, gepflegt, aufregend, sehr sexy. Einfach nur sexy reicht schon nicht mehr. Und sie darf keine S sein. Das heißt, keine Schlampe.
Willst du einen Oligarchen, musst du ihn selbst erziehen. Ich möchte niemanden heiraten, den ich nicht liebe und neben dem ich jeden Tag mit dem Gedanken aufwache, Mist, aber wenigstens ist er reich. Ich finde, man sollte es auf jeden Fall probieren. Wenn das Schicksal es will, dann sollte man einen reichen Mann heiraten. Wenn du jemanden kennenlernst und dich in ihn verliebst, und er sich natürlich auch in dich, und wenn er dich dann fragt, wieso solltest du ablehnen? Wenn es diese Situation gibt, würde da jemand Nein sagen? Na also, warum dann nicht davon träumen und danach suchen? Mascha, welche biologische Aufgabe haben Frauen? Mutter werden und Kinder gebären. Nein, Mädels. Frauen haben eine ganz bestimmte biologische Aufgabe. Die besteht darin, das gesündeste und potenteste Männchen zu finden und nur von ihm seine Nachkommen zu gebären, damit diese gesund und schön werden und damit er sie versorgen kann. Oft sind Männer beleidigt, wenn sich Frauen für ihr Einkommen interessieren. Darauf sage ich ihnen immer, Jungs, das ist nun mal unsere biologische Bestimmung. Die Luder Akademie gibt es bereits seit 9 Jahren. Sie hat tausende Absolventinnen. Neben Vorlesungen gibt es auch praktischen Unterricht. Komm, setz dich. Sekunde. Du möchtest also so richtig heiraten? Jedes Mädchen möchte doch so richtig heiraten. Nicht jedes. Natürlich jedes. Wer denn nicht? Alle Menschen sind verschieden und haben unterschiedliche Ziele. Was muss ich tun? Was darf ich nicht tun, um einen Mann zu gewinnen? So einen Mann. Kurz zurück. Du musst dir ein Ziel setzen, dass dein Ehemann alles für dich bezahlt. Richtig? Richtig. Dass er dich liebt, dass du nicht arbeiten musst, dass er dich auf Händen trägt, dich mit Geschenken überschüttet und alle deine Wünsche erfüllt. Er soll jung, schön und reich sein. Schön bist du ja. Ich denke, du wirst sogar wählen können. Hoffentlich. Okay, jetzt setze ich für ein Make-up hierher. Okay. Oh, hallöchen. Was für ein schönes Mädchen, unsere Mascha. Handschuhe und Pose, Armhart und Zärtlichkeit. Ich bin so schön, großartig und mir wird alles gelingen mit Leichtigkeit. Klasse. Disco? Klasse. Das Einfachste ist es, dorthin zu gehen, wo es viele Oligarchen gibt und einen zu heiraten. Es gibt aber einen Denkfehler. Die Oligarchen werden nicht mehr. Ihre Anzahl bleibt stets ungefähr die gleiche. Nur sind sie älter geworden. Manche sind ins Ausland gezogen, manche kränkeln bereits. Die anderen haben ihre sexuelle Orientierung gewechselt. Sie sind also noch weniger geworden. Die Mädchen denken aber leider, dass es immer noch genügend von ihnen gibt. Deswegen ist unser armer Oligarch gezwungen, gleich mehrere Mädchen zu nehmen. Denn er hat Geld ohne Ende und nutzt Frauen wie Abzeichen. Und er muss sich seinen Freunden präsentieren. Warum sollte er die präsentieren, die ihn in Armut erlebt hat, die ihn schon als Pubertierenden kannte, ihm womöglich sogar geholfen hat, zu eben jenem Superreichen zu werden, der er jetzt ist? Torte seiner Majestät für das Geburtstagskind. Ich möchte auf das Wohl meiner Gattin Natalia trinken.
beachten Sie nicht, dass sie so anständig und frisch aussieht. In Wahrheit ist sie schon eine alte Frau. Schenken Sie also nicht zu viel Aufmerksamkeit und versuchen Sie nicht, sie mir wegzunehmen. Sie sieht nun mal so großartig aus. Da kann man nichts machen. Wir trinken auf Ihre Gesundheit. Die Wochenenden haben wir mit Sport verbracht und uns abends alle zu einem großen Essen versammelt. Wir saßen zusammen, haben erzählt, Karten gespielt, Lieder gesungen. Im Urlaub hat er sich dann rasch gelangweilt. Ab einem gewissen Moment verlor er das Interesse an allem. Er wollte wieder an die Arbeit, fing an, Geschäftsideen zu besprechen, Berichte von der Front zu lesen. Wir waren immer der Meinung, dass ein Mann eher die Aufgabe hat, Geld zu verdienen und die Familie zu beschützen. Und die Rolle der Frau in der Familie und in der Gesellschaft besteht darin, Kinder zu erziehen, den Haushalt zu organisieren und für Komfort und gute Laune zu sorgen. Häuslichkeit, Gemütlichkeit schaffen. All das, was wir unter einem trauten Heim verstehen. Das Heim, in dem du dich wohlfühlst und die Familie, in der du Energie tanken kannst, die dir Inspiration und Ideen gibt. Tatsächlich hatten wir viele Probleme. Er war oft genervt und besorgt. Wir konnten an seiner Laune immer spüren, wie die Dinge in seinem riesigen Geschäftsimperium standen. Es war entweder großartig und er war einfach der Beste. Fröhlich, witzig, voller positiver Energie. Wenn aber etwas anfing schief zu gehen und er selbst das Gefühl hatte, dass es schwierig werden würde, mit diesen Problemen fertig zu werden, dann hat er sich geärgert, hat sich zurückgezogen. Und die Laune war nicht sonderlich. Ausfälle wie zum Beispiel Teller zu zerschlagen oder Ähnliches hat es aber nie gegeben. In solchen Fällen blieb er einfach ganz weg. Wenn es ihm richtig schlecht ging und alles sehr schwer war, wollte er in Ruhe gelassen und nicht behelligt werden. Er wollte dann keine Hilfe und keinen Trost. Da hatten wir schon unser Wochenendhaus. Er blieb dann einfach dort. Das war in Ordnung. Ich war besorgt, dass er zu wenig mit den Kindern unternimmt und habe ihn immer darum gebeten, sich nach Möglichkeit mehr um sie zu kümmern. Mehr vorlesen, spielen, Skifahren, wie in einer gewöhnlichen Familie eben. Er hatte aber so gut wie nie Zeit und erklärte das immer damit, dass er ein Unternehmer ist, ständig an der Front. Und das stimmt ja auch. Es gab immer Konflikte und Probleme. Immer musste er etwas erschaffen oder das Geschaffene verteidigen. Kaum Zeit also. Und immer hat er das damit erklärt, dass er es zum Wohl der Familie und der Kinder macht. Was soll ich sagen, Ivan? Das ist toll. Aber schau, was ich dir mitgebracht habe. Das ist was für Sportler. Das geht nicht von allein. Da musst du draufhauen. Nimm. Ivan, da stehen die Unterschriften aller Basketballspieler von Dynamo Moskau drauf. Und du wirst genauso groß werden wie Onkel Mischa, wenn du mit diesem Ding spielst. Einverstanden? Sehr gut. Hi. Hallo. Was passiert, wenn einem ein Geldsack auf den Kopf fällt? Man bekommt eine Gehirnerschütterung, oder? Dieser Mensch kommt nicht mehr zu sich. Früher war er ein Niemand und jetzt ist er König. Das ist nicht immer vorteilhaft. Neben diesen Menschen leben immer noch die gleichen Frauen wie in der Jugend, als sie noch keine Generäle waren. Wie heißt es so schön? Wenn du die Frau des Generals werden möchtest, musst du einen Leutnant heiraten. Aber viele wollen nicht den ganzen Weg gehen. Klasse. Du Tiger. Also, Nastja, spielst du uns was vor?
Die Ehe der Potanins hielt vergleichsweise lang. Die meiste Zeit davon widmete sich Natalia Potanina dem Heim und den drei Kindern. Sie tat es gern, entsprach damit aber auch den Erwartungen, nicht zuletzt ihres Mannes. Es sich leisten zu können, dass die Frau zu Hause bleibt, ist eben auch ein Statussymbol, für das verlassene Ehefrauen teuer bezahlen. Denn zerbricht die Ehe, sind die bis dato für Harmonie zuständigen Ehefrauen in jeder Hinsicht im Nachteil. "2014 haben wir zu viert, Wasja, Nastja, unsere älteste Tochter Wladimir und ich, zu Abend gegessen. Einfach zu Abend gegessen. Wir haben uns unterhalten und alles war wie immer, nichts Außergewöhnliches. Plötzlich geht er raus, kommt mit Papieren zurück und sagt, das war's, ich möchte nicht mehr so leben, ab heute lassen wir uns scheiden. Er ging raus, holte seine Aktentasche, kam zurück und legte mir gleich Papiere vor. Darunter war eine Erklärung, die ich unterschreiben sollte, um einen Anwalt zu bevollmächtigen, meine Interessen vor Gericht zu vertreten. Dort stand auch, dass wir seit 2007 keine eheliche Beziehung mehr führen. Ich erinnere mich auch an ein Papier, das ich unterschreiben sollte, in dem stand, dass ich keinerlei materielle Ansprüche erhebe. Und dass ich das Geld annehme, das Wladimir Potanin dem Verwalter übergeben hat. So. All das hat er auf eine harte, aggressive, ja grausame Art vorgetragen. Offiziell leben wir seit Mai 2014 in Scheidung. In dem Papier aber, das mein Ex-Mann zu jenem ersten Gespräch mitgebracht hat, stand drin, dass unsere Familienbeziehung schon 2007 zerbrochen ist, dass wir seitdem nicht zusammenleben und dass er das Vermögen nach dem damaligen Stand teilen möchte. Wie bitte? Zerbrochen? Wir waren gemeinsam im Urlaub. Wir haben gemeinsame Wochenenden im Landhaus verbracht. Natürlich ist das schwer und schrecklich und tut auch einfach weh. Heute geht es ja schon eher ums Überleben. Damals aber war es zunächst ein seelisches Trauma. Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich wollte die Trennung auch nicht. Für mich brach in dem Moment, als er diese Papiere auf den Tisch legte, das Leben zusammen. Vielleicht nicht gleich das Leben, aber die Welt um mich herum. Ich kann sie nachher wieder aus Einzelteilen zusammensetzen, natürlich. Vielleicht wird sie sogar besser als vorher, zumindest ehrlicher. Aber in dem Moment ist die Welt für mich zusammengebrochen. Ich hatte ja keine Ahnung. Wie sich herausstellte, hatte er nicht einfach eine andere Frau, er hatte eine andere Familie. Er ist wohl ein guter Schauspieler. Oder ich bin eine unfähige Frau. Ivan ist selbst bereits Ehemann und Vater. Auf seinen eigenen Vater allerdings kann er nicht mehr zählen. Ich verstehe sein Verhalten bis heute nicht. Warum ausgerechnet so? Warum die ganze Familie lächerlich machen, die Familiengeschichte? Er hat keinen um Rat gefragt und hat keinen vorgewarnt. Er hat uns einfach vor vollendete Tatsachen gestellt und hat keinem irgendetwas erklärt. Bis heute nicht. Er möchte mit meiner Mutter keinen Kontakt haben. Er möchte mit mir keinen Kontakt haben. Mit keinem von uns. Er hat einfach die Tür hinter sich geschlossen und verhält sich, als wäre er im Krieg. Du bist schon so groß geworden wie deine ältere Schwester und feierst deinen Geburtstag jetzt nicht mehr mit den Eltern, sondern im Freundeskreis. Also, werde groß und bleib gesund. Lass uns anstoßen. Willst du mit mir anstoßen? Also los. So, auf deine Gesundheit.
Kinder, alle trinken auf Iwans Wohl. Ich schaue euch zu. Komm, auf deine Gesundheit, trink. Moskau schläft nie. Nachts blüht es besonders auf. Tanzen, feiern, sich amüsieren, das ist das Lebenselixier der Moskauer. Es gibt hier mehr Nachtclubs als in jeder anderen Hauptstadt der Welt. Und sie sind nie leer. In diesem Luxusclub wird nicht jeder eingelassen. Zwar ist der Eintritt für Mädchen kostenfrei, doch müssen sie erst die strenge Gesichtskontrolle an der Tür bestehen. Im Innern des Clubs ist dann Schluss mit gratis. Für ihren Cocktail muss Mascha 10 Euro bezahlen. Beim Karaoke einen Song zu singen, kostet exorbitante 100 Euro. Aber vielleicht findet sich ja jemand, der ihr das spendiert. So gut wie alle jungen Frauen hier wollen einen reichen Mann kennenlernen. Dazu haben sie sich herausgeputzt. Dafür tanzen und lächeln sie. Vielleicht reicht es für eine Nacht oder für ein ganzes Leben. Aljena Nova führt den beliebten Moskauer Red Stars Club. Ein einträgliches Geschäft. Doch für Aljena eigentlich ein gesellschaftlicher Abstieg. Ich war verheiratet. Die Familie gehörte zur höchsten Machtelite des Landes. Mein Ex-Mann ist beim FSB, dem russischen Geheimdienst. Wir hatten alles. Großen Reichtum, es gab Geschenke, es gab große Wohnungen im Zentrum von Moskau. Ein Haus auf dem Land. Mit dem ersten Mann habe ich in Luxus gelebt. In purem Luxus. Besser ging es nicht mehr. Ich hatte all das, wovon ein Mädchen nur träumen kann. Unendlich viele teure Parfums. Ich konnte es mir leisten, jeden Morgen mit neuen Düften zu experimentieren. So viel ich wollte. Ich hatte sehr viele Klamotten und Schuhe im Schrank. Und natürlich eigens dafür ein Ankleidezimmer. Luxus pur. Er liebte es, Labels vorzuzeigen, damit jeder sehen konnte, dass die Tasche zum Beispiel von Prada war. Das gleiche bei Schuhen, Mänteln und allem anderen. Alles so, wie es bei solchen Familien zu sein hat. Und als Paar waren wir durchaus bekannt in Moskau. Obwohl ihr Mann reich war, entwickelte Aljena den Ehrgeiz, selbst Geld zu verdienen. Sie eröffnete einen Schönheitssalon im Zentrum von Moskau. Ihr Mann, ein hochrangiger Offizier des russischen Inlandsgeheimdienstes, half ihr dabei, in einem Gebäude des Verteidigungsministeriums Räume zu mieten. Er organisierte auch den Wachdienst. Dennoch sah sich Aljena eines Tages mit einer feindlichen Geschäftsübernahme konfrontiert. Der Anruf kam um 5 Uhr morgens. Am Telefon war unser Wachschutz und sagte, dass der Salon völlig zerstört sei. Wir hatten dort ein Panoramafenster zur Straße hin, weil der Salon in der ersten Häuserreihe stand. Im Laden war ein fremder Sicherheitsdienst, 20 Leute, alle in Masken. Unseren Wachschutz haben sie auf die Straße gesetzt und alle Dokumente für dieses Objekt an sich genommen. Sie alle waren bewaffnet. In der Nacht, in der die gewaltsame Übernahme passiert ist, hatte mein Mann bei seinen Eltern übernachtet. Das Erste, was ich in meiner Panik gemacht habe, war, ihn anzurufen. Ich habe ihm gesagt, hör mal, dort ist doch dein Wachschutz.
Wie konnte das passieren? Komm bitte her. Wir trafen uns dann dort in der Gegend. Ich kann mich erinnern, dass ich zu dem Zeitpunkt völlig hysterisch war. Als ich mich ins Auto gesetzt habe, habe ich geweint, geschrien, mit den Füßen gestampft und gesagt, wie kann das sein? Du bist hoher Beamter. Du hast meinen Wachschutz organisiert. Du musst aufklären, wer sie rausschmeißen konnte, obwohl sie alle nötigen Papiere hatten. Ich habe ganz konkrete Fragen gestellt. Er aber konnte mir nichts dazu erklären und sagte, du gibst mir auch noch die Schuld an diesem Überfall. Kurz, es gab einen heftigen Streit. Als ich dann aus dem Auto stieg, war alles wie im Nebel. De facto haben wir uns seit diesem Moment nicht mehr gesehen. Jeder weitere Kontakt lief nur noch über Telefon. Entsprechend hart ist er mit mir umgegangen. Er hat mich einfach vor die Tür gesetzt. Aljena verzichtete darauf, für eine faire Gütertrennung vor Gericht zu ziehen. Nach den ungeschriebenen Gesetzen des neuen Russlands tut eine Frau gut daran, gegen einen mächtigen Ehemann nicht zu prozessieren. Ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass das keine Liebe war. Ich glaube, ich habe mich einfach in ein schönes Bild verliebt, in die Aufmerksamkeiten, in das luxuriöse Leben, das ich lebte. Höchstwahrscheinlich ist das so. Und trotzdem, in der recht langen Zeit mit ihm, war ich ihm treu und ergeben. Und er? Aljenas Geschichte nahm ein gutes Ende. Sie fand neue Arbeit und traf dabei Roman. Heute, nach ein paar Jahren und mit Roman an meiner Seite, weiß ich, dass das weibliche Glück und mein persönliches Glück nicht im Reichtum begründet ist, sondern in der Liebe. Der Lebensstandard von Roman ist etwas höher als der der Mittelschicht. Für mich ist das wie Armut, wenn ich das mit den Lebensbedingungen von damals vergleiche. Deswegen kann ich ohne Zögern sagen, dass das Paradies auch in Armut möglich ist. Denn alles hängt davon ab, wie wohl man sich mit einem Menschen fühlt und nicht von den Bedingungen drumherum. Roman, wo bist du? Ich hab dich verloren. Mach nichts. Ich finde dich. Mach das, wir... Seit meiner Kindheit hatte ich nie diesen Größenwahn, ein riesiges Haus oder eine gigantische Wohnung zu wollen. Ich habe diese materiellen Annehmlichkeiten nie gelockt. Roman ist Musikproduzent. Er besitzt mehrere Tonstudios. Die Anteile am Red Stars Club teilen sich die Eheleute. Wir sind die Besitzer eines großen Clubs im Zentrum Moskaus. Mit einem Restaurant, Café, Bar, einer Bühne. Wir steuern dieses Schiff nun schon seit einem Jahr und sind sehr erfolgreich damit. Wir gehören zu den 5 besten Clubs in Moskau. Wer bei uns am Steuer steht, das ist schwer zu sagen. Im Grunde hält bei uns einer das Lenkrad und der andere tritt das Gaspedal. Und das eine funktioniert nicht unter das andere. Ich bin derjenige, der sich die Dinge ausdenkt und sie umsetzt. Aber ohne Aljena als Motor läuft hier nichts. Wie die Alone.
Ich danke Gott, dass ich mit all jenen einen Menschen gefunden habe, der mir nicht nur nahesteht, sondern der mir auch ein guter und ehrlicher Geschäftspartner ist. Was bist du so ernst? Moskau feiert, hemmungslos und ausgelassen. Es scheint, als würden die Menschen dieser Stadt nicht arbeiten, um zu leben, sondern um zu feiern. Der Tanz auf dem Vulkan ist zum Lebensinhalt vieler geworden. Je mehr Geld sie dabei ausgeben, desto höher ihr Ansehen. Zugezogene mit bescheidenen Mitteln haben es nicht leicht, zu dieser Welt Zugang zu finden. Ich gehe nicht besonders oft an solche Orte, aber ich habe schon ein paar dieser Veranstaltungen besucht, auch Partys. Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen. Aus meinem Fenster sah ich nur den Wald und nachts war es stockdunkel. Ich aber wollte immer Lärm um mich haben. Ich wollte mich immer bewegen. Hier in Moskau sind alle mit etwas beschäftigt. Ich bin begeistert von Moskau. Es ist die Stadt meiner Träume. Hier wollte ich schon als junges Mädchen leben. Tatsächlich ist das Leben in Moskau aber nicht einfach, muss ich gestehen. Es ist schwer hier. Es ist nicht alles so, wie es scheint, wenn du in einer anderen Stadt lebst. Die brennende Sehnsucht der Provinzmädchen nach Luxus speist sich nicht zuletzt aus einem dauerhaft prekären Zustand der russischen Gesellschaft unterhalb der Sphäre Superreicher. Zwar sind die Verhältnisse seit Putins Amtsantritt stabiler geworden, doch die sozialen Sicherungsmechanismen bleiben schwach. Allenthalben regiert das Recht des Stärkeren. Krisen, Krankheit, Kriminalität und Unglück können mühselig Erarbeitetes jederzeit einfach vernichten. Umso anziehender wirkt da der Mythos vom starken Mann, auch privat. Die Stadt an sich ist vielleicht nicht grausam, aber hier schafft es einfach nicht jeder. Manche bleiben, andere zerbrechen und gehen wieder weg. Man muss immer in Bewegung bleiben, ständig arbeiten. Ich habe im Restaurant Beverly Hills gearbeitet. Es gab einen Tresen am Eingang und ich habe die Gäste begrüßt und sie zu den Tischen gebracht. Aber wegen der Krise zahlen sie die Löhne nicht rechtzeitig. Deswegen bin ich auch gegangen. Für mich ist es in erster Linie schwer, weil ich hier alleine bin. Wissen Sie, es gibt solche Situationen, wenn du anfängst, dich mit jemandem zu treffen. Alles ist im Grunde in Ordnung. Man gesteht dem anderen seine Gefühle, man wechselt zärtliche Worte. Aber du kannst ja nicht für den anderen sprechen. Vielleicht möchte er einen persönlichen Vorteil daraus ziehen. Ich habe so eine Geschichte erlebt. Ein Mann hat mir schöne Dinge gesagt. Jetzt ist es aber praktisch vorbei. Wir sind nicht mehr zusammen. Er hat mich übrigens sehr schön umworben. Blumen, Geschenke, Anrufe und SMS. Wir hatten viele schöne Pläne. Ich vergleiche es damit. Stell dir vor, du gewinnst eine Million und fängst gleich an zu überlegen, was du damit alles machen kannst. Und plötzlich ist die Million wieder weg. Eigentlich hattest du das Glück schon in deinen Händen. Und dann ist es plötzlich wieder weg. Es ist schwer, wenn man so enttäuscht wird. Ich teile mein Leben ein in ein Vorher und ein Nachher. Wenn es um das alte Leben geht, das Vorher, in dem hatte ich fast nur mit anständigen und netten Menschen zu tun. Im Grunde wurde ich von niemandem enttäuscht. Sowas kannte ich nicht. Vielleicht, weil es eine andere Stadt war und andere Menschen. Im Moment kann ich noch gar nichts sagen. Ich hänge etwas in der Luft. Ich möchte einfach nur einen normalen Job und die Gewissheit, eine Wohnung zu haben, die ich bezahlen kann und dass ich Geld habe, um mir etwas zu kaufen. Es ist wichtig, wieder einen Halt zu finden in der Hauptstadt. Trotz ihrer Enttäuschung geht es Mascha noch vergleichsweise gut.
Sie hat familiären Rückhalt, auch wenn der nicht im goldenen Moskau, sondern im ungeliebten Brjansk zu finden ist. Hilfe von Familie und engen Freunden, das war schon zu Sowjetzeiten ein wichtiges Pfund. Seit dem Umbruch sind diese Bindungen noch wichtiger geworden. Sie bieten noch am ehesten Sicherheit. Wer sie nicht hat, endet schnell in bitterster Armut. Das ist Nowosibirsk, 5 Flugstunden von Moskau entfernt, im Herzen Sibiriens. Hier sind die Sitten so rau wie das Klima. Nikolai Panfierov ist der Neffe von Natalia Potanina. Er vertritt sie bei ihrer Stiftung für notleidende, alleinerziehende Frauen, denn Potanina selbst möchte als Spenderin anonym bleiben. Ziel der Stiftung ist, wenigstens einigen der vielen Frauen zu helfen, die nur die Schattenseiten des neuen Russlands kennen. Parallel zur kleinen Schicht der Superreichen entstand im Land ein Heer von Armen. Die staatliche Wohlfahrt für sie ist bestenfalls rudimentär. Und reiche Wohltäter sind selten. Im März 2014 stieg Natalia Potanina als Mäzenin in unsere Stiftung ein. Erst haben wir uns auf eine Richtung der Hilfsprogramme geeinigt, dann haben wir uns in Moskau getroffen und unser Projekt gestartet. Nikolai ist auf Einkaufstour für die Schützlinge seiner Tante. Er kauft Spielsachen ein, die sich eine alleinerziehende Mutter der Unterschicht niemals leisten könnte. Ich habe einen kleinen Hilfsfonds und versuche, Kindern und Familien zu helfen. Es ist natürlich unmöglich, allen zu helfen. Aber da, wo es geht, möchte ich, dass einige Kinder ein besseres Leben haben. Diese Kinder erben das Verliererschicksal ihrer jungen Mütter. Viele von ihnen wuchsen ohne Eltern in Kinderheimen auf. Durch die Stiftung haben sie nun wenigstens ein Dach über dem Kopf. Mädels, wir haben Besuch. Schaut mal, welche Geschenke er dabei hat. Kommen Sie bitte rein. Hallo. Das ist Nikolai. Hier, nimm das. Ich stelle das hier hin. Ist für ihn wahrscheinlich zu schwer. Das ist für ihn, wenn er etwas älter ist. Hier, nimm. Als Familie verbringen wir einen Großteil der Zeit in der Küche. Es ist wahrscheinlich noch aus der sozialistischen Zeit geblieben, als wir in einer kleinen Wohnung lebten und keine andere Möglichkeit hatten, zusammenzukommen. Die meisten Gespräche fanden immer in der Küche statt. Und hier ist die Küche auch keine Ausnahme. Wir waren bei Anastasia in der Stiftung und haben uns das angeschaut. Und hat es dir gefallen? Ja, die sind super. Man sieht, dass sie sich jeden Rubel redlich verdienen. Sie haben viel zu tun. Eine Menge Ehrenamtliche sind beschäftigt. Sie haben mich gefragt, wer es denn ist, der da geholfen hat. Hast du denn standhaft geschwiegen? Ich habe nichts erzählt, aber versprochen, den Dank auszurichten. Ich habe Schlimmeres erwartet. Ist aber auch so schon sehr schwer. In der Tat, ja. Schon vor der Scheidung spielte Wohltätigkeit im Leben von Natalia Potanina eine Rolle. Eher ungewöhnlich in der russischen Oligarchie. Weniger ungewöhnlich, es gab vom Ex-Mann kein Angebot zur fairen Teilung des in den Ehejahren erworbenen Vermögens. Dass Potanina es nun sogar wagt, ihrem ungleich mächtigeren Ex-Mann vor den notorisch korrupten russischen Gerichten die Stirn zu bieten, um eine gerechte Abfindung zu erstreiten, kann als mutiger Versuch gelten, sich die Selbstachtung zurückzuerobern.
Diese Frauen haben in der Regel nur ein Leben. Sie betrachten es als ein Leben bis zum Grab mit demselben Mann. Sie sind mit ihm aufgewachsen, haben gemeinsam etwas aufgebaut, Kinder großgezogen. Später haben sie Urlaub zusammen gemacht und so weiter. Bei reichen Männern verschieben sich aus irgendwelchen Gründen die Prioritäten. Sie sind der Meinung, dass sie so viele Leben leben können, wie es ihnen gefällt. Als würden sie sich jedes Mal ein neues Leben kaufen, das sie dann auf dem Level anfangen, das sie bereits erreicht haben. Für mich ist es natürlich auch erniedrigend. Alle wissen ja, dass Wladimir Potanin ein extrem reicher Mann ist. Er hat seinen Reichtum nie versteckt. Er hat ihn sogar immer auf eine gewisse Weise präsentiert. Er hat Künstler eingeladen, war in eigenen Flugzeugen unterwegs, hatte viele Gäste auf seinen Yachten. Er hatte nie Skrupel, seinen Reichtum zu zeigen. Heute aber schämt er sich nicht, vor dem Staat und vor dem Gesetz zu sagen, dass er nichts besitzt. Es ist nicht leicht festzustellen, was genau heute zum Geschäftsimperium des Wladimir Potanin gehört. Einige prominente Unternehmen lassen sich allerdings nur sehr schwer verstecken. Die Firma Norilsk Nickel ist der weltweit größte Hersteller von Nickel- und Platinmetallen. Die Unternehmensgruppe Prof Estate ist Russlands größtes Bauunternehmen. Die Firma Rosa Hutor betreibt einen Skikurort bei Sochi. Prof Media hält Medienanteile an Kinos sowie den größten Online-Plattformen und Zeitschriften des Landes. Auch Banken und Finanzgesellschaften gehören zu Potanins Imperium. Neben russischen Firmenbeteiligungen hält der Oligarch auch im Ausland ein Milliardenvermögen. In nächster Zeit stehen ein paar Dinge an. Zunächst hat nun die Gegenseite endlich den Sachverhalt von 2007 angesprochen und ruft dafür Zeugen auf. Sie werden als Freunde präsentiert. Wahrscheinlich sind das aber Mitarbeiter. Gerade hier brauchen wir Ihre Unterstützung. Wir werden in Kürze darüber beraten, welche Fragen wir an die wichtigsten Zeugen der Gegenseite stellen können. Filip Ryabchenko ist ein bekannter Rechtsanwalt und Spezialist für große russische Scheidungsverfahren. Die Scheidung der Potanins ist nicht die erste, bei der er um mehrere Milliarden Dollar kämpft. Die Position Wladimir Potanins, die aktuell von seinen Anwälten vertreten wird, besteht darin, dass die Eheleute angeblich seit 2007 getrennt leben und keine Familienbeziehung mehr führen. Wir sind da kategorisch anderer Meinung. Außerdem hat die Zeitschrift Forbes das Vermögen von Wladimir Potanin bereits im Jahr 2007 auf 15 Milliarden Dollar geschätzt. Wladimir Olegowitsch hat seiner Frau Natalia in den Scheidungspapieren nichts außer Personenschutz und medizinischer Versorgung angeboten. Gleichzeitig hat er von ihr verlangt, Papiere zu unterschreiben, in denen sie auf jegliche Ansprüche an ihn und auf das Familienvermögen verzichtet. Jeder, der den Namen Potanin kennt, wird ihn unzweifelhaft mit Reichtum assoziieren, mit viel Geld. Letztendlich mit dem Namen Norilsk Nickel. Allein der Wert der Firma Norilsk Nickel wird auf annähernd 32 Milliarden Dollar geschätzt. Bei Norilsk Nickel profitiert Wladimir Potanin nicht direkt von seinen Anteilen. Die Aktien gehören einem Offshore-Unternehmen, das einem anderen Offshore-Unternehmen gehört, das wiederum einem anderen Offshore-Unternehmen gehört. Das heißt, er kann immer sagen, nicht ich bin der Besitzer, sondern sie. Der Ehemann versteht, dass wenn er sich irgendwann nach einem freien Leben sehnen sollte und sich von seiner Frau scheiden lassen will, sie für ihn plötzlich zu einem potenziellen Räuber wird. Sie erhebt Anspruch auf die Hälfte seines Vermögens. Wie geht man dagegen vor? Man wickelt den Gegner um den Finger, vernebelt ihm die Sicht, versteckt alles in Offshore-Strukturen und so weiter. Und wenn die Zeit für die Scheidung reif ist, kann er sagen, seht her, ich habe nichts außer meinem Gehalt. Wladimir arbeitet bei der Investment Holding Interos und ist Geschäftsführer von Norilsk Nickel. Bei Interos bezieht er ein offizielles Gehalt von etwa 800 Euro.
Die ersten Alimente, die er für unseren jüngsten Sohn bezahlt hat, waren etwa 160 Euro im Monat. Wir müssen beweisen, dass das Eigentum, das sich im Ausland befindet, ebenfalls zum gemeinsamen Vermögen gehört und deshalb geteilt werden muss. Da gibt es große Schwierigkeiten, denn nach unseren Gesetzen ist es bislang nicht möglich, die Begriffe des Nutznießers und des tatsächlichen Eigentümers eines ausländischen Unternehmens gleichzusetzen. Nach europäischem Gesetz wiegt eine Falschaussage vor Gericht sehr schwer. Dort gibt er auch alles zu und sagt, ja, das alles gehört mir. Er bestreitet die Größe seines Besitzes überhaupt nicht. Dort appelliert er aber an etwas anderes, nämlich daran, dass das Verfahren primär in Russland stattfinden muss, wo er ja nichts haben soll. Wir sind der Meinung, dass der Prozess nicht ganz korrekt und fair verläuft. Die Verhandlungen gehen sehr schnell und verlaufen seltsam. Wir haben den Eindruck, dass von der Gegenseite Druck auf das Gericht ausgeübt wird. Keiner konnte bisher die tatsächliche Arbeit bemessen, die eine Frau in Haushalt und Familie investiert. Wie viel steckt eine Frau da rein? Deswegen sind ja auch die Gesetze so. Bei einer Scheidung wird fair geteilt. Und wenn wir nicht genau wissen, wie, bedeutet fair 50-50. Die Hälfte also. Die Männer allerdings sind nie der Meinung, dass das Geschäft, zu welchem Teil auch immer, ihren Frauen mitgehört. Das Geschäft ist ganz allein ihr Spielzeug. Ich bin die Ehefrau. Ich habe 30 Jahre mit meinem Mann gelebt. Wir haben absolut bei Null angefangen. Wir waren einfache Studenten. Was hätten wir da haben sollen? Nichts. In den 30 Jahren haben wir ein riesiges Imperium geschaffen. Sicher, Wladimir Potanin hat daran gearbeitet. Er ist der Mann, das Familienoberhaupt. Es ist sein Verdienst. Er ist ein talentierter und kluger Mensch. Aber wir waren eine Familie. Und nach den Gesetzen aller Länder hat die Ehefrau ein Anrecht auf einen würdigen Anteil dieses Vermögens. Mein Ex-Mann aber, der zur Elite unserer Gesellschaft gehört und in der Öffentlichkeit steht, schämt sich nicht, vor Gericht unter Eid auszusagen, ich habe nichts. Ich habe nur eine Wohnung, ein kleines Häuschen auf dem Land und sonst nichts. Ich finde das beschämend. In der Forderung, die mein Ex-Mann mir gegenüber erhoben hat, ist die Datsche gelistet, die meine Eltern gebaut haben. Diese Datsche ist es, die der Oligarch teilen möchte. Die Datsche haben Nataljas Eltern eigenhändig Anfang der 1960er Jahre errichtet. Ein Häuschen ohne Heizung und warmes Wasser. Meine Hände tun mir heute noch weh, wenn es feucht oder kühl ist. Die Gelenke entzünden sich, denn wir haben recht lange Zeit in der Datsche gelebt, als unsere Tochter klein war. Das Wasser haben wir dort entweder auf dem Ofen oder mit einem elektrischen Tauchsieder in einem Eimer erhitzt. Wer zu Sowjetzeiten ein bescheidenes Sommerhäuschen im Moskauer Umland sein eigen nannte, galt als wohlhabend. Heute ist die verlassene Datsche 20.000 Dollar wert. Und auch um sie zanken die Ex-Eheleute erbittert. Ich habe nie diejenigen beneidet, gegen die er gekämpft hat. Fast keiner seiner Gegner hat diese Auseinandersetzungen unbeschadet überstanden. Überhaupt sind Konflikte für alle von Nachteil. Es verlieren dabei alle etwas. Mein Eindruck ist, dass es in dieser Situation gut wäre, sich zu einigen. Es wäre richtig und vernünftig für alle Beteiligten, sowohl für uns als ehemalige Familie, als auch für ihn als Geschäftsmann und als Politiker, als Mensch, den die ganze Welt kennt. Aber er hat sich für den Krieg entschieden. Und ich habe somit keine Wahl. Was soll ich machen? Die Waffen strecken? Was aus dem Haus wird, weiß ich nicht, weil dieses Haus offiziell dem Unternehmen gehört, sowie das gesamte Eigentum von Wladimir Putin. Es gab bereits einen Versuch, uns rauszuwerfen.
Wir verhandeln diese Sachen jetzt vor Gericht. Mein Ex-Mann erklärt, dass er dieses Haus an seinen Bekannten verkauft hat. Wir sind die ganze Zeit hier und keiner war da, um sich das Haus anzuschauen und die Räume zu besichtigen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ein Haus für mehrere Millionen zu kaufen, ohne es überhaupt gesehen zu haben. Wladimir ist ein sehr harter Mensch. Und er ist gewohnt, jede Idee, jeden Gedanken und jedes Projekt zum Abschluss zu bringen. Auch im Geschäft ist er sehr hart. Er hat immer das erreicht, was er erreichen wollte. Man könnte sagen, dass er die Zielstrebigkeit in Person ist. Wenn er sich ein Ziel setzt, dann verfolgt er es auch, bis zum Ende. Gnadenlos. Durch unsere Scheidung bin ich zu seinem Gegner geworden, möglicherweise sogar zu einem Feind. Und diese Scheidung betrachtet er jetzt wie ein Geschäftsprojekt. Er ist in der Geschäftswelt zu Hause, daher wahrscheinlich auch dieser Umgangston. Deswegen ist er so maßlos grausam unserer Familie gegenüber. Seit jenem Abendessen haben wir nicht mehr miteinander gesprochen. Er weigert sich zu kommunizieren. Und obwohl er vor Gericht behauptet, wie wichtig ihm der Kontakt zu unserem jüngsten Sohn Vassili sei, hat er seit November kein einziges Mal mit ihm gesprochen. Seit über einem Jahr. Vassili hatte Geburtstag. Wladimir ist nicht gekommen, er hat kein Geschenk gebracht. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Das Kind hat den ganzen Tag auf ihn gewartet. Er aber hat nicht mal eine SMS geschickt. Sein Sohn ist immerhin 16 geworden. Ein sehr schweres Alter. Ich dachte immer, er würde seine Familie schätzen. Sie sei das, was ihm wichtig ist, wofür er lebt und für die er sein Imperium aufbaut. Das würde die Härte gegenüber den Konkurrenten rechtfertigen. So hat er eben lange Zeit die Familie beschützen wollen. Als er seine neue Struktur in den USA aufbaute, wollte er, dass sein ältester Sohn später dieses Projekt übernimmt und leitet. So dachte ich zumindest. Und dann hat er Ivan einfach gefeuert. Und diese Firma hat mit Ivan und der Familie nichts mehr zu tun, wie das gesamte Imperium von meinem Ex-Mann. Ich habe abends an einem freien Tag einen Brief bekommen, in dem stand, dass ich nicht mehr zur Arbeit kommen brauche. Ich sei mit sofortiger Wirkung gefeuert. Gründe wurden keine genannt. Es stand einfach drin, dass alle getroffenen Absprachen null und nichtig sind. Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass Sie nicht mehr hier arbeiten. Ich hasse diesen Menschen nicht. Aber die Person, mit der ich gerade zu tun habe, mit der ich vor Gericht kämpfe, ist ein völlig anderer Mensch. Das ist nicht mehr mein Mann. Das ist nicht mehr der Vater meiner Kinder. Das ist kein Freund und auch kein Beschützer mehr. Er ist einfach nur noch ein Zerstörer. Ich habe Angst. Ja, ich habe Angst. Aus dem Grund haben wir auch den Personenschutz und den Personenschutz für das Kind. Deshalb überprüfen wir regelmäßig die Luft im Haus und deswegen fahre ich nicht selbst. Es gibt viele Gründe, Angst zu haben. Natalia Potaninas Angst speist sich aus wilden Geschichten um so manche Oligarchenscheidung, in der Ex-Männer nicht vor Kindesentführung zurückschreckten oder eine widerspenstige Frau mittels gekaufter Gutachten in die geschlossene Psychiatrie beförderten. Dort, wo es um Milliarden geht, wird die Scheidung eben zum Schauplatz asymmetrischer Kriegsführung. Aber auch die Hauptstadt lässt sich nicht einfach im Sturm erobern. Zwar hat Mascha Sobol in Moskau nun Freundinnen gefunden, die wie sie selbst aus der Provinz kommen und hier Fuß gefasst haben. Doch ihre Einschätzung des Moskauer Lebens fällt mehr als ernüchternd aus.
Ich finde, der Zweck heiligt die Mittel. Viele kommen nach Moskau, schlafen gerade mal 4 Stunden am Tag und arbeiten ständig, jeden Tag, von morgens bis abends. Kommen nach Hause, um sich zu waschen, etwas zu essen und zu schlafen. Morgens das Gleiche, jeden Tag. Und alles nur, um in Moskau bleiben zu können, um in dieser Stadt leben zu können. Meine Pläne für die Zukunft sehen so aus, dass ich in den nächsten Tagen nach Hause fahren werde. Ich ziehe hier einen Schlussstrich. Ich möchte einfach alles neu anfangen. Meine Freundin und Mitbewohnerin ist ausgezogen. Ich hatte Probleme in der Arbeit. Und auch mit meinem Freund ist Schluss. Ich möchte diese kurze Etappe meines Lebens hier beenden, um später wieder neu in der Hauptstadt anfangen zu können. Mit neuen Ideen. Ein Jahr lang hat Mascha versucht, ihr Glück zu finden. Jetzt kehrt sie fürs Erste zu ihrer Familie zurück. Ohne Traummann, aber erhobenen Hauptes. Ich weiß nicht, vielleicht sieht es wie Flucht aus. Ich finde es nicht. Trotz Niederlage seinen Weg gehen, diese Erkenntnis verbindet Mascha mit den anderen Frauen dieses Films. Sie alle sind geprägt von dem Heirategut, das ihnen zugerufen wurde, mal als Wunsch, mal als Forderung. Die Vergangenheit, in die Mascha nun zurückzufahren scheint, wirkt mächtig in den Biografien aller Frauen im heutigen Russland. Die Gleichstellung der sowjetischen Frau per Dekret mündete in eine Realität, in der Frauen doppelte Last trugen und von einem leichten Leben zu träumen begannen. Doch dieser Traum ist eine Falle. Bequem für die Männer, gefährlich für die Frauen. Warnerin Tatjana Ogorodnikova wird nicht müde, das zu sagen. Clubbesitzerin Aljena Nova hat es erlebt. Und so sehr Natalia Potanina einst den Erwartungen entsprach, so entschieden bricht sie nun aus der ihr zugedachten Rolle aus. Ihr privater Rosenkrieg ist schon jetzt ein Politikum. Vielleicht werden die Frauen dieses Films einst ihren Enkelinnen nicht wünschen, heirate gut, sondern, wie immer du leben willst, lebe gut.